Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag. So, wir haben vor der Sendung 9 Personen ausgewählt. Ja. 5 Frauen und 4 Männer. Aus dem Publikum. Zufall, genau, aus dem Publikum. Ah, ja. Diese Person bekommt von mir eine Frage gestellt, zum Beispiel, wer war schon mal in Paris? Mhm. Und ihr müsst jetzt tippen, wie viele der 10 Personen, weil eine kommt noch, schon mal in Paris waren. Also wie viele? Genau. Also das tippt ihr ein, ihr müsst es halt raten. Jeder sagt ja oder nein oder was? Genau. Aber heimlich natürlich. Also ich frage, wer war jetzt in Paris? Ich noch nicht. Pass auf, ich frage euch, wie viele Leute glaubt ihr, waren schon mal in Paris? Achso, dann sage ich zum Beispiel 3. Noch gar nicht, du tippst es ein, weil der darf es ja nicht hören. Ja. So, ja. Dann drehe ich mich um und frage, wer war denn schon mal in Paris? Und da gibt es dann halt so Tasten mit ja oder nein. Und dann gucken wir und zählen. Ich soll jetzt sozusagen ahnen, wer von diesen Menschen mal in Paris war? Ja. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ja. Können wir auch mal das sieht kommen? Man den Menschen doch nicht an, ob sie mal in Paris waren. Doch, das müsst ihr halt schätzen. Das siehst du ganz genau. Ne? Schätzen, ja. Sagt er. So. Manchmal riecht man es ja. Nach eurer Tippabgabe wird halt dann aufgelöst. Wer mit seinem Tippergebnis näher am tatsächlichen Ergebnis liegt, bekommt einen Punkt. Ihr müsst also noch nicht mal genau, es reicht ja, wer näher dran ist. Ja. Bei gleicher Eingabe muss der, der als Zweiter eingeloggt hat, eine andere Zahl nehmen. Also solltet ihr beide 2 sagen. Und du warst schneller, sage ich zu dir, Horst, du musst leider jetzt eine andere Wieso sagst Zahl du das mir? Als wenn ich der Loser hier wäre. Also ehrlich, du behandelst mich voll wie den Loser. Bloß weil ich jetzt mal ein paar Spiele verloren habe, weißt du? Ist doch wahr, oder? Naja, ja. Wenn ich mir den Punktestand angucke, weiß ich nicht mehr gerade. Punkte, du. Immer wenn ihr beide Punkte, den gleichen Abstand habt, was weiß ich, du sagst 3, du sagst 2. Nee, geht ja gar nicht. Aber vielleicht du sagst 1, du sagst 3 und es sind 2, dann kriegt jeder einen Punkt. Und wie viele sind insgesamt? Das sind 10 Leute. 10 Leute. Und warum ist jetzt da keiner? Weil ich mich da gleich hinsetze. Ach du liebes Lieschen. Dann auch noch. Wer nach 10 Fragen mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Die Publikumskandidaten, also inklusive mir, geben es natürlich anonym ab. Nein, es sind ja nur 10 Fragen. Horst, mach dich nicht lustig. Du hast überhaupt keinen Grund, also hier lustig zu sein. Das ist eine reine Schätz- und Zufallsfrage, ob ich jetzt das treffe oder nicht. Genau. Ja, los, komm an. Geht ans Pult. Ich setze mich mal hier hin. Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle mitmacht. Das hat aber mit Menschenkenntnis zu tun, glaube ich. Man muss sich die Menschen genau angucken. Ja, ob die mal alle in Paris waren. Ich meine, was weiß denn ich? Ja, die Frage kommt doch gar nicht. Pass auf, es ist ja auch so. Du stellst dir jetzt die Frage selber, oder was? Also, das ist doch... Ich weiß ja nicht, ich kann ja nichts beeinflussen. Mal, ich weiß ja nicht. Können wir das, kriegen wir hier noch Zahlen drauf? Bitte was? Kriegen wir noch Zahlen drauf? Müssen wir die malen oder die Zahl? Oder es kommen noch Zahlen. Mit und dann tippe ich die Zahl an. Ihr tippt bestimmt die Zahl an. Ja. Nur und nicht damit mehr, okay, also wenn der jetzt fragen würde, wer war in Paris, ist ja du machst auch, 11, ist ja, oder wer hat schon mal Schlag den Rab moderiert oder sowas? Oder zum Schlag Beispiel. Den Star, so heißt es ja. Ja. Ne? Das ja wäre jetzt. Ich habe beides moderiert. Oh, hier wackelt was. Ja. Also es ist ja auch ein bisschen Statistik. Ja. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, in Anführungszeichen. Wir grooven uns da langsam rein. Ja. Die erste Frage an euch. Wie viele haben an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen? Von den 10. Von diesen 10. Von diesen Herrschaften. So. Und euch stelle ich natürlich die Frage, haben sie an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen? Ja oder nein? Bitte drücken Sie jetzt. Was habe ich denn gegessen? Ah, die kennen die Fragen auch nicht jetzt. Nee. Was weiß ich denn? Ich? Jetzt ja, Mensch, hör doch mal zu. Du sollst ja auch mal ein Spiel gewinnen. So. So. Was habt ihr denn eingetippt? 1. 1 sagt Michael und 2. Ich glaub, 2. Ist das nicht Mode. Echt? Ja. Was? Kartoffelsalat mit Würstchen ist aus der Mode. Ich glaube nicht, dass diese Herrschaften das gegessen haben. Was glaubt haben ihr denn, was wird meist Weihnachten gegessen dann? Also Heiligabend. Heiligabend. Also normalerweise ist es Kartoffelsalat mit Würstchen. So. Aber das ist nicht bei denen jetzt. Bei den Menschen. Dann gucken wir doch mal auf die Auflösung. Wo sehe ich das denn? 2. Ui. 2! Wer war's denn noch? Der Koch, da kommt der Koch. Wer war's denn noch? Also, ja. Hallo, ja. Kartoffelsalat mit Würstchen, ist doch Pflicht. Ja, das ist eigentlich ist das üblich. Ach, du auch? Ja. Ich auch, natürlich. Ach, deswegen. Was? Hallo! Lass so, Horst, für dich. Ja. Ich finde, du bist ein sehr gut gewachsener. Vielen Mann. Herzlichen Dank. Punkt für Horst Lichter. Ja. Ja, das Gefühl hatte ich schon häufiger mal, ne? Nächste Frage. Wie viele haben schon Karten für die EM 2024 in Deutschland bestellt?
Euch natürlich die Frage, haben Sie schon Karten für die EM 2024 bestellt? Ja oder nein? Kann ich noch ändern auch? Ah ja. Solange du nicht OK gedrückt hast, kann man noch ändern. So, es wird gerade abgeschickt. Ja, haben wir schon. Ja, ja. Nee, ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. So, dann gucken wir mal, was habt ihr getippt? Es geht ja um Karten bestellt. Horst sagt einer, Michael sagt zwei und es sind zwei. Wow. Und du wieder. Und du er wieder, wieder, ne? Du wieder. Nein. Nein? Nein? Ich werde doch hoffentlich überall eingeladen. Wer. Das denkst du? Nein, wer? Ich habe tatsächlich noch keine bestellt. Wer hat den bestellt von euch? Also ihr müsst das nicht beantworten. Ach so. Datenschutz. Aber Datenschutz, ja. Natürlich. Sie dürfen antworten. Und? Nee, das reicht ja. Nimm das ruhig rein. Das Mikrofon. Also das zählt. Es geht ja, um Bestellen. Es zählt nicht, ob man da Karten bekommen hat. Nee, ich habe welche bestellt. Ich habe mich beworben. Ne? Ja, das ist genau sowas. Stückpreis 2.000 Euro oder was ist das? Nee. Und du auch. Das ist gar nicht so teuer. Also, Punkt für Michael. Ja, auf dich habe ich nämlich getippt. Nächste Frage. Wie viele haben die allerletzte Folge Wetten, dass mit Thomas Gottschalk gesehen? Und natürlich hier die Frage, haben Sie die allerletzte Folge Wetten, dass mit Thomas Gottschalk gesehen? Ja oder nein? Bei mir ist kein... Ah ja, ja oder nein? Bitte jetzt drücken. Es sind immer noch 10. Ja, ich habe noch mal durchgerechnet. Sich was verändert hat. Hast du schon? Ich habe schon. Ich auch. Ja, wir warten das auf Ergebnis. Ach so. Okay, das steht. Dann schauen wir, was habt ihr getippt? 8 habe ich. 6 sagt Horst, 8 hat Michael. Das sind natürlich viele. Das hatte eine hohe Quote. Es hatte eine hohe Quote. Ich glaube, über 10 Millionen Menschen. Aber guckt, dass unser ProSieben-Publikum ja. Ach so. Auch wetten das. Wir schauen auf die Auflösung. Ja, du hast 6 getippt. Er hat auch noch 6 getippt. Also ganz klarer Punkt. Nicht wären es jetzt 7 gewesen, hätten beide einen Punkt bekommen. Okay. Ja, nochmal zur Erinnerung. Aber 6 war vollkommen richtig. Punkt für Horst Lichter. Dankeschön, Dankeschön. Nächste Frage. Wie viele hatten Corona? Also Frage, wer hatte einen positiven Corona-Test? Ist ein gewisser Zeitraum oder seitdem mit Corona geht? Seit also Corona allgemein. Wow. Also hatten Sie einen positiven Corona-Test? Man sieht es ihnen ja nicht Pokerface, mehr. Ne? Pokerface! Ja, man sieht ihnen nicht Pokerface. Wir haben ein Ergebnis. Und was habt ihr getippt? 8 und 9. Oh, da sind wir eng beieinander. Ja, das ist ziemlich nah beieinander. Ich wollte schon 10 tippen. Nee, und 10 war mir zu gefährlich. Wie viele hatten schon einen positiven Corona-Test? 9 knapp. Punkte. Michael Kessler bekommt den Tust Punkt. Tust du mir mal einen Gefallen, sagst du mal, wie knapp das heute Abend war, auch wenn ich immer verloren habe. Es ist sehr knapp, ja? Wirklich. Weil es ist ja jedes Mal knapp. Es ist jedes Mal knapp. Immer 3 Zentimeter. Ich will es ja nur einfach mal wissen. Wie viele haben ein TikTok-Account? Also Account, das heißt nicht unbedingt, dass man den vielleicht nutzt, aber eine Anmeldung. So. Haben Sie einen TikTok-Account? Ja oder nein? Madre Madonna. Das Schöne ist, dass ich ja erst...
Ja. Ihr habt es eingetippt? Ja. Ja. Dann gucken wir. 6 sagt Horst. Ja. Okay. Und 4 sagt... Ich war ein bisschen vorsichtiger. Ja, es gibt da so viele Sachen, wo man sich jetzt anmelden kann. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Wir gucken mal. Oh. 5. Heißt, beide bekommen einen Punkt, weil der Abstand gleich ist. Genau die Mitte getroffen. Drei steht es, ne? Ja, 3-3. Nächste Frage. Wie viele sind schon mal mit einem Hubschrauber geflogen? Sind Sie schon mal mit einem Hubschrauber geflogen? Ja oder nein? Bitte. Die Fragen habt ihr aber vorher nicht mit den Leuten durchgesprochen. Ne? Nein, natürlich nicht. Nein. Warum? Ja, hätte ja sein können. Jetzt fliegt man nicht so oft. Okay. Habt ihr? Ja. Dann schauen wir. Horst sagt 2. Michael sagt einer oder eine. Und wie viele sind dann schon mal mit einem Hubschrauber geflogen? Oh. Was? Wow. 5. Was? Wow. Da bin ich aber näher dran, ja, oder? Punkt für dich. Ja, aber das zählt leider nicht. Du bist näher dran. Ne? Beziehungsweise du bist näher dran. Boah. Horst ist näher dran und bekommt tatsächlich den Punkt. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht obwohl gedacht. Er sehr weit davon entfernt ist. Also Punkt für Horst. Wow. Dankeschön. Dankeschön. Komm, ja. 4-3. Wir sind bei Frage Nummer 7. Wie viele haben schon einen Urlaub fürs nächste Jahr fest gebucht? Also nicht in Planung, sondern eine Urlaubsreise. Frage ist, haben Sie schon eine Urlaubsreise für 2024 fest gebucht? Ja oder nein? Weißt du, jetzt kann ich ja nicht von mir Rückschlüsse machen. Nee. Habt ihr getippt? Ich habe noch nicht eingetippt, aber bin die ganze Zeit am Überlegen. Nächstes Jahr ist ja schon bald. Und da zählt ja jeder Urlaub, auch Osterurlaub, ne? Urlaub festgebucht. Ja. Boah, ich kann das jetzt wieder verkacken, schwer. Aber ich. Ja, ist ganz schwer. Frühbucherrabatt. Ja, Frühbucherrabatt und die Döns. Du musst noch mal eingeben, Horst, bitte. Noch mal? Ja. Ihr hattet das Gleiche und du warst langsamer, deswegen musst du dir eine andere Zahl. Wir hatten das Gleiche, weil ich aber näher hatte. Das stimmt. Gut. Jetzt musst du halt nur mehr oder weniger. Hallo, Horst. Ja, ich bin hier. Gut. Was habt ihr denn getippt? Bist ein höher gegangen? Ja. 6. Michael bleibt oder ist bei 5 logischerweise. Und... Wie viele haben schon einen festen Urlaub gebucht fürs nächste Jahr? Nur 3. Ja, ist ja in Ordnung. Punkt für Michael. Dich da dran. 4-4. Michele. Wir haben noch 3 Fragen. Wie viele standen schon mal in einem Klimakleberstau? In einem Klimakleberstau. Genau. Frage, also, standen Sie schon mal in einem Klimakleberstau, ja oder nein? Also ein Stau, der von Klimaklebern verursacht wird. Ja, jetzt müsste man natürlich wissen, wo die Herrschaften wohnen. Tja, ich weiß es auch nicht. Manchmal sieht es man vielleicht am Zorn im Gesicht. Tja. Das ist, wenn man auch für das eine gute kann man Sache leider kämpft, nicht ansehen. Aber nein, das stimmt. Aber ein bisschen abschätzen, ist halt Statistik. Als nächstes fragen wir, wer hat sich schon mal an die Straße geklebt? Vielleicht auch mal interessant. Ja. Habt ihr alle? Nee. Ich finde das Spiel lustig.
Ja, ist ein schönes Spiel. Das könnten wir stundenlang machen. Horst? Hast du getippt? Ja, ich hab getippt. Ja, aber du musst nochmal, weil du wieder zu langsam warst. Ja. Ah, Mann! Dann schauen wir mal, was ihr getippt habt. Einer und zwei. Und wie viele waren denn schon mal im Klimakleberstau? Da hast du aber auch ein bisschen Glück gehabt. Punkt für Horst. Aber von 10 waren schon, also welche? Ja, ist ja, ist nicht mein Spiel. Ja, ja. Gut, hätte man, ja. 5 Punkte Horst Lichter, 4 Punkte Michael Kessler. 9. vorletzte Frage. Wie viele haben eine Spielkonsole zu Hause? Es geht um Konsolen, nicht um PC oder Laptop. Reine Spielkonsole. Gibt es bei Ihnen eine Spielkonsole? Wer besitzt eine Spielkonsole? Ja oder nein? Und ich sage es gerne, wenn Horst diesen Punkt macht, alleine. In Ihrem Haushalt oder? Nee, von, nein, Sie, persönlich. Sie eine haben. Persönlich. Im Haushalt, im Haushalt. Wer hat eine Spielkonsole? Im Haushalt, das heißt also, wenn er eine Tochter hat, die... Heißt es das? Das heißt das. Wollt ihr nochmal umändern? Ha? Wollt ihr nochmal umändern mit nein, dieser Information? Jetzt ist er nee. Ob sie im Haushalt existiert? Oh, das ist ja eine andere Frage, ne? Ja. Als wenn Sie persönlich eine haben oder nutzen. Wie ist denn... Willst du deine Antwort ändern? Wollen Sie Ihre Antwort? Nee, das ist jetzt gibt es eine Spielkonsole zu Hause? War die Frage. Ja. Entschuldigung, ja, aber... Wollt ihr nochmal ändern? Dann würde ich sagen, ihr dürft. Ich normal machen, nicht. Darf ich nochmal? Dann schalten wir nochmal ja, frei. Ja, machst du nochmal auf Null. So. Boah. Komm. Okay. Egal. So, ja. Michael, du musst jetzt nochmal, weil du zu langsam warst. Ah, okay. Und ich glaube, es macht halt nicht. Gut. Gut. Hab ich. Dann schauen wir mal, was ihr getippt habt. 6 und 4. Ja. Ach, du hast jetzt von 6 auf 4 runter. Ja, nee, von 5. Hä? Ich hätte doch 5 getippt. Ich hatte... Ja, ja. Was? Nein? Hast du meinen Monitor gesehen? Ich habe doch 5 getippt. Ist ganz sicher. Sage ich jetzt mal so, ne? Ich habe nicht 6 getippt. Und bin dann deswegen auf 4 gegangen. Rewind, please. Ja. Ich stehe ja nicht. Wir gucken einfach mal, was stimmt. Ich bin mir relativ sicher, sonst hätte ich ja jetzt nicht auf 4 getippt. Ja, dann lass. Wir gucken einfach mal. Wahrscheinlich wie viel haben wir denn eine Konsole? Gut. Wäre jetzt egal, ob ich 4 oder 5 habe. Gewesen. Wäre jetzt egal, okay. Das wäre egal gewesen, ja. Gut. Aber. Ja, dann muss die Spieletechnik mal ein bisschen besser aufpassen. Mhm. Ich kann das leider von hier aus nicht kontrollieren. Heißt also, unentschieden. Muss ich aber da. 5 zu 5. Letzte Frage entscheidet über dieses Spiel. Beziehungsweise, wenn das unentschieden ist, spielen wir natürlich ein paar Fragen weiter und da kommen noch sehr schöne. 10. Frage. Wie viele haben schon eine Wärmepumpe? Frage. Haben Sie eine Wärmepumpe? Ja oder nein? Noch irgendwelche Fragen im Haushalt, also am Haus? Haben am Sie Haus. Ein... Ja, haben Sie eine Wärmepumpe, ist die Frage. Ja, einmal nachfragen. Auch am eigenen Haus oder Mietshaus? Stopp. Ich habe hier noch, gibt es eine Spielkonsole hier stehen? Also, du kannst noch nicht. Wir können hier noch nicht ab, deswegen könnt ihr noch mal eine Frage stellen. In dem Haus, wo man wohnt, gibt es da eine Wärmepumpe. In dem Haus, wo man wohnt, gibt es da eine Wärmepumpe. Guck mal, alle haben es verstanden. Nur wir wieder nicht, ne? Haben Sie eine Wärmepumpe? Ach so. In dem Haus, in dem die Herrschaften wohnen, muss es eine Wärmepumpe geben. So.
Hast du getippt? Okay. Dann schauen wir mal, was ihr getippt habt. Horst sagt 3, Michael sagt 1 oder 1. Eine sagst du? Eine sag ich, ja. Eine. Wer hat denn eine Wärmepumpe? Ja, in dem Haus, wo sie wohnen, weißt du, ja, Miet, aber je nachdem, ne? Es gibt noch nicht, leider noch nicht genug Wärmepumpen. Ich glaube, dass das nicht so viele haben. Aber die gibt es ja auch schon länger. Oh. 3! Und damit gewinnt Horst Lichter dieses Spiel! Endlich mal. Oh Gott. Erstmal vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Dankeschön. Ja. Meine für die Antwort. Vielen herzlichen Dank. Turning Point. Ja. Dankeschön. Turning Point. Vielen Dank. Turning Point. Alter Schwede. So, ich werde beklopft. Wir machen noch weiter. Ja, ach so. Machen wir. Ach so. Was? Die ersten Punkte für Horst Lichter. Ja. Ich hab mal 10 Punkte. Oh mein Gott. Er steht jetzt 45 zu 10.